Willkommen zu einem neuen Tutorial für Windows 11 Nutzer. In diesem Video zeige ich dir, wie du ohne supportete Hardware das Update von Windows 10 auf Windows 11 trotzdem durchführen kannst und wie du eine Neuinstallation von Windows 11 auf einem nicht unterstützten Rechner hinbekommst. Eine Warnung vorneweg, die Installation an sich funktioniert und das System wird auch am Ende laufen. Microsoft gibt aber an, dass es wahrscheinlich keine Sicherheitsupdates für das System geben wird und es jederzeit zu ungewollten Problemen kommen kann. Nutze daher die Installationsmethode nur auf Testrechnern. Ich selbst habe in einer virtuellen Maschine bisher keine Probleme damit gemerkt. Wie gut Windows 11 auf nicht unterstützter Hardware läuft, wird sich zeigen. Okay, legen wir los. Als erstes möchten wir unser System von Windows 10 auf Windows 11 aktualisieren. Ich selbst nutze hier eine virtuelle Maschine, die kein TPM-Modul hat. Zusätzlich habe ich hier auch noch kein Secure Boot aktiv. Also kann ich Windows 11 nicht installieren. Ja, das meint Microsoft. Ich sage, es läuft trotzdem. In der Videobeschreibung gibt es auch noch einen Link zu meiner Homepage mit einem Beitrag. Dort findet ihr auch gleich alle Befehle und Pfade, die ihr braucht. Ich kann diese leider wegen ein paar Zeichen nicht korrekt in die Videobeschreibung pflanzen. Als erstes benötigen wir eine aktuelle ISO von Windows 11. Diese bekommen wir direkt von Microsoft. Also einfach mal den Browser öffnen und den Link in der Videobeschreibung zu der Microsoft-Seite aufrufen. Ganz unten erhalten wir den ISO-Download. Lade dir das 5 GB Archiv einfach herunter. Ich habe das jetzt, um etwas Zeit zu sparen, schon einmal gemacht. Sobald der Download vollendet ist, müssen wir unsere Internetverbindung trennen. Daher einfach das LAN-Kabel kurz ziehen, die WLAN-Verbindung trennen oder wie ich hier einfach den Netzwerkadapter deaktivieren. Hauptsache wir sind offline. Letzteres geht über Netzwerk und Internet-Einstellungen öffnen, also das kleine Netzwerksymbol rechts unten, dort auf die Adapteroptionen ändern klicken, im neuen Fenster nun auf genutzte Netzwerkadapter einen Rechtsklick und dann auf deaktivieren. Nun können wir uns um unsere ISO-Datei kümmern. Wir machen einen Rechtsklick darauf und wählen Bereitstellen an. Die ISO-Datei wurde jetzt als virtuelles Laufwerk eingehängt. Öffne dies im Explorer und führe nun das Setup aus. Ist das gestartet, klick erstmal nicht auf Weiter. Geh zurück in den Explorer und öffne nun folgenden Pfad. Auf dem Laufwerk C gehen wir in den versteckten Ordner $windows.bt und dort rein in den Ordner Sources. Du kannst diesen Pfad auch von meiner Homepage abkopieren. Lösche hier drin die Datei appraiser.sdb und benenne die Datei appraiser.dll einfach um. Zum Beispiel in appraiser1.dll. Wechsel nun wieder in das Setup und klick dich einfach weiter durch. Die Überprüfung sollte jetzt erfolgreich verlaufen und Windows 11 kann installiert werden. Jetzt kümmern wir uns um die Neuinstallation. Doch wie geht das Ganze auf einem nicht unterstützten Rechner? Hier ist etwas mehr Tipparbeit vonnöten, aber wir bekommen es hin. Downloade dir zum einmal die aktuelle ISO-Datei von Windows 11 direkt bei Microsoft. Wie vorhin erwähnt, gibt es den passenden Link in der Videobeschreibung. Entpacke die ISO auf einem USB-Stick und boote davon. Wie du einen bootbaren USB-Stick erstellen kannst, habe ich in einem anderen Video schon mal gezeigt. Link dazu gibt es zur Not auch unten in der Videobeschreibung. Boote dann von diesem Stick von deinem betroffenen Rechner. Hat alles geladen, wähle die Sprache aus. Deutsch passt hier. Dann sollte der Button Jetzt installieren zur Verfügung stehen. Drücke jetzt Shift und F10 gleichzeitig. Dies öffnet ein Terminal. Gebe darin regedit ein und drücke auf Enter. Dies öffnet den Registrierungseditor. Wähle dich hier drin zu folgendem Pfad vor. HKey Local Machine System Setup. Klicke dann auf den Ordner Setup im linken Bereich und lege einen neuen Schlüssel an. Nenne diesen Schlüssel LabConfig. Achte genau auf die Groß- und Kleinschreibung. Klicke dann diesen Ordner an und lege darin 5 D-Word-Werte in Klammern 32 Bit an.
Achte dabei auch hier genau auf die Schreibweise. Bypass TPM Check, Bypass RAM Check, Bypass Secure Boot Check, Bypass Disk Check und Bypass Storage Check. Doppelklicke nun alle Werte und setze den Hexwert auf 1. Schließe dann den Registrierungseditor wieder und auch das Terminal. Jetzt kannst du Windows 11 ganz normal installieren lassen. Wähle daher noch deine passende Edition aus und lass das Setup seine Arbeit verrichten. Damit sind wir komplett durch und du kannst deinen Rechner nun problemlos upgraden bzw. auch neu installieren. Viel Spaß daher mit Windows 11. Falls du von Microsoft die Schnauze voll hast, wie wäre es mit einem Linux-System? Passende Tutorials dazu gibt es auch auf meinem Kanal. Bis dahin hoffe ich, hat das Video geholfen und gefallen. Wenn ja, lass das Däumchen nach oben da, hinterlass ein Abo, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Und wenn noch Fragen da sind, gibt's unten die Videokommentare. Empfehle zum Schluss natürlich diesen kleinen Kanal an deine Freunde weiter, falls die auch auf Windows 11 upgraden möchten. Bis dahin, hau rein!